Hey Leute, was geht heute? Zeige ich euch das Review über den Monster Java Toffee. Ah, hier steht's. Toffee, ja, kommen wir doch gleich mal zur Dose. Hier sind so Dreiecke. Und ja, das ist dann hier oben bei der Toffee-Schrift. Sieht eigentlich ganz cool aus. Dann ist hier so ziemlich dunkles Braun mit schwarzen Strichen. Und hier habe ich dann einmal, hier haben wir dann einmal schwarzes, also ist das Monster-Symbol. Und hier ist das Ganze dann einmal schwarz, Gold und am Rand, ganz am Rand nochmal ein bisschen Silber. Bei dem Java ist es einmal Gold, dann ein bisschen Silber, schwarz und dann braun. Ja, und bei dem Coffee da unten steht Coffee Energy. Ja, der Tab ist wie immer schwarz. Und ja, hier steht die ganze Ernährungstabelle. Die Dose ist von 2010. Man wird es jetzt zu 200%ig, zu 200% nicht erkennen. Hier steht Java Monster mit in Weiß. Ganz, ganz, ganz leicht braun. Und ja, die Dose sieht echt cool aus. Eigentlich wie der Mean Bean oder Loka Moka. Also fast so wie jeder Java. Die ist nicht kalt, deswegen da das Eis. Und ja, es ist hier Gold. Der Tab. Wie immer. Und das Ganze machen wir dann jetzt mal auf. Es geht ein bisschen. Ja, okay. Und hier jetzt ist eine Delle. Es geht eigentlich, ich meine, für den ganzen Import. So, ich werde dann jetzt gleich mal riechen. Sehr nach Karamell, wirklich, riecht sehr nach Karamell, ich weiß nicht, ich mag Karamell nicht so. Und ja, vielleicht schmeckt es aber gut. Mein Freund hat gesagt, es schmeckt sehr gut. Davon will ich mich natürlich selbst überzeugen. Die Farbe, ganz normal, wie jeder Java eigentlich. Ein bisschen heller sogar. Braun, helles Braun, eigentlich fast so wie Milchkaffee, bisschen heller, aber naja, sieht eigentlich ganz lecker aus und hoffentlich schmeckt es auch so. Ja, es riecht wirklich echt nur nach Karamell, aber ich probiere es jetzt. Ja, also echt geil. Schmeckt richtig lecker, ja. Also erstmal schmeckt man da so einen starken Kaffeegeschmack. Dann kommt dieser Karamell. Und ich bin eigentlich nicht so der Karamell-Fan. Also mir schmeckt Karamell wirklich nicht so. Aber das schmeckt wirklich lecker. Also ich probiere es gleich nochmal. Ja, also dieser starke Kaffeegeschmack. Dann kommt Karamellgeschmack. Also wirklich, das ist nicht zu süß und auch nicht zu unsüß. Also es schmeckt wirklich lecker und ja. Ich kann ihn euch nur weiterempfehlen. Ich habe ihn bei Drink4You bestellt. Ich glaube für 5 Euro. Und ja, das ist eigentlich gar nicht so ein schlechter Preis, um ehrlich zu sein. Und ja, ich kann ihn euch wirklich nur weiterempfehlen. Guter Karamellgeschmack. Obwohl ich nicht mal so Karamell-Fan bin. Wenn ihr Karamell-Fans seid, dann wird es euch wahrscheinlich noch besser schmecken. Und ich gebe ihn von 10 Punkten 9,5. Ja, das war mein Review über den Monster Java Toffee. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, wirklich, ich kann ihn euch nur weiterempfehlen. Wirklich, okay. Habe ich schon oft genug gesagt. Ciao, bis zum nächsten Review.